Hallo ihr Lieben, I am Domi heute aus Erfurt und ich habe mir die Hanna und den Alf ins Bett mitgenommen. So, und ich habe auf jeden Fall auch ein paar Fragen wieder mitgebracht. Und als allererstes geht die Frage an dich, liebe Hexer. Hallo. Wer bist du? Woher kommst du? Wie wir das jetzt schon wissen. Warum, wieso, weshalb? AKA Hexer und ich komme aus dem guten München, wo es bald wieder Oktoberfest ist, Leute. Nicht schlecht. Aber München und Berlin sind ja ganz schön weit auseinander. Wie bist du denn überhaupt zum Alf gekommen? Das ist mir tatsächlich sehr zufällig zugeflogen. Ich habe irgendeinen Dude an der Isar kennengelernt, mit dem habe ich dann einen Track zusammen gemacht. Den hat er dann an Subdub geschickt und dann hat sich relativ bald der Alf auch gemeldet und gesagt, er wollte schon immer mal ein Konzert machen mit einer Sängerin auf der Bühne. Dann hat er uns nach Berlin gefahren, dann wurde das erste Album produziert, dann stand ich plötzlich auf riesigen Bühnen vor 2000 Leuten und jetzt ist noch ein Album in the making, gell? Jetzt ist es schon Standard. Ja. Okay, und wir sind ja jetzt in Erfurt, wir sind nämlich auf Tour, auf IMU Tour. Geht nämlich um die zweite Single-Auskopplung aus dem IMU-Album. Und wie heißt die? Die heißt Fuck You Too. Wichtig, nicht euch auch, sondern Fuck You Too, euch beide. Es geht nämlich um zwei, die sich sollen. Genau, das sind wir nämlich auch. Genau, und es geht eigentlich um um zwei Menschen aus meinem Leben, die sich entschieden haben, mich zu verlassen, indem sie mich betrogen haben. Und dann habe ich da zuerst eine Melodie geschrieben, habe gesagt, ey, dieses Thema verlassen und betrügen und wie sich das anfühlt, kennen vielleicht viele da draußen, vielleicht alle auch du. Und dann hat sie einen wunderbaren Text dazu geschrieben. Damit habe ich das verarbeitet und auch damit abgerechnet sozusagen. Ich fand's auch, hat er mir die ganze Geschichte erzählt, habe ich mir kurz Zeit genommen, den Song geschrieben und es ist immer richtig schön, wenn wir im Studio sind und du mir irgendwas erzählst, ich schreibe was drauf und dann sitzt du da, hörst den Text, googelst dann erstmal, weil er auf Englisch ist. Und performen macht auch echt Spaß bei dem, weil das ist so ein richtiger... Weil der hat auf jeden Fall eine gute... Genau, der hat einfach so ein Fuck you. Dann muss ich in dem Moment an die Situation denken und dann flippe ich eigentlich auf der Bühne aus und sie auch und das ist halt einfach mal mega geil. Also es ist schon ein ganz schön krass tiefer... Song mit so krasser Bedeutung wie wahrscheinlich. Also haben alle natürlich, aber der merkt man dir auf jeden Fall an, der arbeitet. Sagen wir mal so. Und wo wir aber auch gerade bei dem Thema verlassen sind, habe ich gehört, dass du die IM-Melodic-Techno-Welt verlassen wirst. Tatsache. Warum, wieso und was hast du für Visionen und wie geht's bei dir weiter? Also wie die meisten wahrscheinlich nicht wissen, höre ich privat gar kein Techno. Und man merkt vielleicht auch in meinen Texten, dass es mich immer schon mehr in die sehr melancholische Richtung gezogen hat, die bei 80 bis 90 BPM einfach so die Songs, die man sich anhört, wenn man mit dem Zug fährt und aus dem Fenster schaut und der Regen fließt so vorbei, das ist die Musik, wo ich hin will. Bin ja unglaublich dankbar für die ganzen krassen Erfahrungen, die ich sammeln durfte. Aber jetzt langsam habe ich gemerkt, dass ich dann auch irgendwann raus will aus einer Musikrichtung, bei der ich mich nie ganz zu Hause gefühlt habe. Und deswegen geht es jetzt für mich weiter mit so Elektronika, Indie-Pop, lauter solchen Sachen, das heißt. Aber noch sind wir nicht bei verlassen, wir nehmen dich noch ein Stück weit mit. Wir sind noch nicht am Ende von unserer Tour. Genau, es ist jetzt sozusagen auch noch die Abschiedstour jetzt. Das heißt, auch für euch alle übrigens, die schon immer mal die Dynamik aus Alf und Hanna auf der Bühne sehen wollten, müssen sich jetzt zwangsläufig Tickets kaufen. Dresden. es ist, wie es ist. Dresden. Dresden ist das letzte Konzert. Ich will auch noch was kurz dazu sagen. Nur du bist dankbar, sondern das war ja auch für mich ein Traum, mit einer Sängerin auf die Bühne zu gehen. Na klar, als erste Erfahrung so verlassen werden, schmerzt erstmal kurz. Aber dann gucke ich da zurück und denke mir so, ey, ich bin mega dankbar für unsere Begegnung, für unsere Zusammenarbeit. Für mich ist es auch eine neue Erfahrung gewesen, auch mit den ganzen Moves, die wir hatten und so. Freue mich für dich, dass du dich weiterentwickelst, weil ich bin auch Künstler und sehe das natürlich, dass man irgendwann natürlich erstmal Erfahrung sammeln will und muss und dann irgendwann sich weiterentwickelt und immer weiterentwickelt zu sich selbst und sich entscheidet, dann irgendwann seine eigene Musik machen will. Und du bist für mich ein Künstler von der ersten Sekunde an. Mir war klar, dass es irgendwann auch dazu kommt, dass du deinen eigenen Weg gehen wirst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück bei und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich fand es auch richtig schön. Ich hatte erst ganz viel Angst vor dem Gespräch, weil ich mir dachte, oh, vielleicht nimmst du das schlecht auf und sagst, oh, kacke, dass du gehst. Aber du hast es so gut aufgenommen. Und es war ein richtig schönes Telefonat, weil da hast du genau dasselbe gesagt wie gerade. Oh, das hat mich richtig berührt. Und dann bin ich auch hierher gekommen und ich dachte erst, alle sind so ein bisschen, sind so,
Hannah geht jetzt halt so aus dem Nichts und dachte, alle sind sauer auf mich und alle waren total lieb, wie immer. Weil es jeder verstehen kann und ich als Künstler besonders auf jeden Fall. Ich glaube, dass dieser Vibe auch, ne, dieser Abschiedsvibe auch irgendwie kommt. Wir rocken das eigentlich jetzt in jeder Stadt jetzt nochmal zum letzten Mal. Und das Herzschmerz hat auch, und irgendwie hat das was ganz Besonderes in dem Moment für mich persönlich. Ja, und deswegen werde ich auf jeden Fall diese Show und die weiteren Shows bis Dresden noch, werde ich auf jeden Fall genießen und die Zeit, die wir zusammen haben. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr in mein Bett gekommen seid. Bis dahin und goodbye. Podcast-Leiterin. Toll. Bis dahin und goodbye. Pow.